Hallo, 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 hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier. So schaut's aus. Wir haben heute drei neue Goldhelden, darunter auch die ersten 96er Goldhelden. Wir haben eine Spezialkandidatur, die rauskam, die auch verdientermaßen rauskam. Und wir haben einen neuen Hood Rush. Das steht dort auf dem Programm. Wir fangen gleich an mit der ersten Karte, beziehungsweise mit der letzten Karte der 95er Serie. Den haben wir ja eigentlich schon gehabt, zumindest wusste man, wie er am Schluss ausschaut. Und zwar von New York Islanders, der 95er Pat LaFontaine. Ein Center, 1,78 groß, 82 Kilo, mit dreimal Heart and Soul und dreimal Magier. Also, wie gesagt, Heart and Soul ist immer noch die letzte Synergie, die man anhaben möchte. Auch damit wäre kein Center. Mit 94 Geschwindigkeit und 94 Beschleunigung dazu fast perfekter Schuss, perfekte Hände und auch ein Bodychecken soweit okay für die Größe. Ist natürlich ein linker Flügelspieler. Also dafür auf jeden Fall einsetzbar. Ich würde die Karte aber jetzt nicht extra machen, da halt eben wirklich Heart and Soul die letzte Synergie ist, die man haben möchte. Von dem her, wenn er ihn zieht, auf jeden Fall sehr geil. Aber jetzt nur um den abzugraden, der für das eine Todessynergie hat. Klar, ist super, wenn man dreimal hat einen Solo, ist toll. Aber ja, es bringt halt immer noch nicht viel. Also das ist wirklich die allerletzte Synergie, die man anhaben möchte. Von dem her würde ich da aktuell von dem Upgrade abraten. Wenn es da mal soweit ist und das ist eure letzte Synergie, die ihr anhabt, dann guckt, was er im Auktionshaus kostet. Guckt dagegen, wie viel es zu machen ist. Das wissen wir ja, die 10 Icon Collectors, die wir brauchen. Und dann wägt ab, was billiger ist. Und dann, damit ihr wirklich alle, und ich rede von allen Synergien, dann anhabt. Da dann am Schluss auf jeden Fall eine Top-Karte. Wenn er es jetzt zieht, am besten, wenn er es untauschbar zieht, rein ins Line-Up, scheißegal. Wenn er es jetzt tauschbar zieht, würde ich sehr echt gucken, dass ich sie verkaufen kann. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt für weniger Münzen wieder ins Team kaufen kann. So würde ich es machen. Dann haben wir die ersten beiden 96er Upgrades. Upgrade-Verfahren ist so, ihr braucht den Silberhelden und 11 Icon Collectibles, also eins mehr wie bei den 95ern. Finde ich okay soweit. Den Anfang hier macht von den Philadelphia Flyers der 96er Bernie Parent, ein Goalie, 1,78 groß, 77 Kilo mit dreimal Funke und dreimal Schwarm. Also auch wenn die Statistiken hier echt top sind, also da gibt's nichts zu meckern dran. Aggressivität mit 82 sogar fast ein bisschen viel, aber das ist auch der einzige Kritikpunkt. Was mir viel mehr aufstößt, ist der eigentlich, dass er zu klein ist. Also selbst wenn er jetzt bei 98 Glove High ist, ich glaube, der wird oben in den Ecken einfach zerpflückt. Also auch hier das gleiche wieder. Wenn er ihn zieht, habt dann einen Backup-Goalie bis zum Ende des Spiels mit den Synergien. Ihr braucht durch Schwarm, ist ja damit schon fast an, wenn man 8 braucht. Wenn man dann noch Guy Lafleur und den da und den Gold-Upgrade macht, hat man schon 6. Also dann ist der Schwarm ruckzuck aktiv. Braucht man jetzt mittlerweile auch nicht mehr so ganz dringend wie am Anfang. Aber trotzdem auf jeden Fall nice to have, wenn man den Schwarm anhat. Also ich kann nur empfehlen, den Schwarm anzumachen, sagen wir so. Aber jetzt ein Upgrade extra, diese 11 Icon-Collectors da reinstecken, würde ich nicht machen. Und der letzte Upgrade-Verfahren schauen wir uns danach nochmal genauer an. Da gibt es nämlich auch noch eine Sonderheit. Also es ist keine mögliche Sonderheit, aber es ist noch was trotzdem was anderes. Und zwar von den Edmonton Oilers, der 96er Jari Kurri. Ein linker Flügelspieler, 1,85 groß, 90 Kilo mit dreimal Barrage und dreimal Howitzer. Der Schuss von Haus aus ist perfekt, die Hände sind perfekt. Bodychecken auch soweit gut, Defensivverhalten ist gut. Beschleunigung und Geschwindigkeit. 91 Beschleunigung von Haus aus, heißt mit Funke auf 94. Die Endgeschwindigkeit ist dann bei 97 mit dem Verteiler noch an. Barrage hier eigentlich bringt gar nichts. Wo die Aggression geht um 5, um 4 hoch. Ja, okay, bringt gar nichts. Und natürlich der erste Synergie dreimal hat auf jeden Fall sehr sinnvoll. Mal gucken, ich habe ja morgen 18 Uhr ganz großes Pack-Opening. Ich habe morgen um 18 Uhr habe ich meine 200 täglichen Packs oder Sets, die man öffnen kann, durch und kann einen 96er Wahlhelden mir auswählen. Jari Kurri steht mit auf der Liste ganz oben mit drauf. Zwar nur auf Platz 5 in meiner persönlichen Liste, aber mal gucken, wen wir da ziehen können morgen, von dem wir morgen 18 Uhr hier live bei Twitch einschalten. Der 96er Choice Icon wird da gezogen. Bin schon echt gespannt drauf, also wirklich. Also zur Karte nochmal, die Karte ist super, kann man nichts sagen. Linker Flügel ist zwar, wie ich schon mal oft sage, ziemlich überladen, aber in den Curry in die vierte Reihe rein,
mit den Synergien jeweils dreimal habt ihr einen linken Flügelspieler bis zum Ende. Und vergesst nicht, ganz wichtig, der hat 93 am Faceoff, also der kann auch genauso gut als Center spielen. Auch von den Maßen, ja, 1,85 ist auch größer wie der Pat LaFontaine. Also wenn mir auch Jari Kurri lieber als Pat LaFontaine, sowohl von den Synergien als auch von die Wandelbarkeit, dass er eben auf beiden Positionen eingesetzt werden kann. Und deswegen schiele ich auch auf den ein bisschen ab, den mir morgen zu ziehen. Dann haben wir noch eine neue Spezialkarte, die heute rauskam, die heute wirklich verdientermaßen rauskam. Moment, jetzt muss ich mal ganz kurz meinen Chat aktivieren, sonst kann ich nicht lesen, was ihr schreibt. Jetzt ist der Chat auch an. Also kam eine Spezialkarte raus, beziehungsweise drei Spezialkarten, auch völlig verdient, für das 1768. Spiel, das Patrick Marleau gestern bestritten hat gegen die Vegas Golden Knights. Dafür gab es drei Spezialkarten bei den drei Teams, wo er bisher war, also Toronto, Pittsburgh und San Jose. Wir schauen uns die San Jose-Karte an, ich finde, die ist die aktuellste. Synergien sind bei allen gleich, zumindest habe ich jetzt nichts anderes gesehen. Gucken wir uns mal an, also Patrick Marleau, falls den jemand nicht kennt. Rechter Flügelspieler, 1,88 groß, 97 Kilo mit 2 Barrage und 2 Howitzer. Also von den Stats her eigentlich das gleiche wie Jari Kurri, bloß für den rechten Flügel dann. Auch er mit 88 am Faceoff, theoretisch als Center einsetzbar, wenn er die Karte irgendwo zieht. Warum denn nicht? Auch mit den Synergien. Wie gesagt, das ist eigentlich die gleiche Karte wie Jari Kurri. Patrick Marleau ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, trotzdem gleiche Geschwindigkeit, gleiche Beschleunigung, die Balance ist ein bisschen höher. Also auch eine fantastische Karte. Gerade jetzt, wenn man den Barrage noch ankriegen möchte, hat man Marleau und Kurri im Team, hat man schon 5 von 10. Dazu noch eine Backup-Goalie mit zwei oder drei Mal Barrage, vielleicht noch Adam Oates mit rein, dann ist der Barrage auch schon an. Also es ist eine sehr, sehr geile Karte. Howitzer bringt ja auch absolut überhaupt nichts. Also selbst, ja, hier gut, die Schlagschussgenauigkeit geht um 1 hoch und die Aggressivität geht um 4 hoch, ja gut. Aber wie gesagt, um die Synergie geht es bei der Karte nicht. Es geht darum, dass eben andere Karten dann auch die Barrage-Synergie bekommen. Das ist der Sinn dahinter. Bei den ganzen Karten ja jetzt eigentlich rauskommen. Das sind alles Endgame-Karten, wo es dann nur noch darum geht, die anderen Karten besser zu machen. Also auch hier diese drei Patrick Marleaus. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal in die anderen Teams rein, ob da nicht doch was anders ist von den Synergien her. Wäre zumindest... Ah, hier doch anders, okay. Gut, dann müssen wir uns alle drei anschauen. Also hier die gleiche Karte mit Sommer Balance und Sommer Wingman. Für den Flügelspieler sogar fast besser, weil die Beschleunigung auf 94 hochgeht. Das heißt dann auf 98 mit dem Funken. Endgeschwindigkeit ist dann aber bei 94, okay. Da nimmt sich auch nicht viel, ob man jetzt da den Howitzer anhat oder den Wingman. Ja, Wingman ist halt leichter zu aktivieren, aber nimmt sich jetzt auch nicht wirklich viel. Dann müssen wir uns die Maple Leafs Karte auch noch anschauen. Die hat zweimal Funke und zweimal Raser. Fast sogar noch besser. Ja, dann ist er mal bei 95 Beschleunigung und bei 98 Geschwindigkeit. Also auf alle anderen Stats muss man nicht gucken, weil das ist ja alles bei 99. Also wenn ich die Wahl hätte zwischen den drei Marleau-Karten, wäre mir hier die Raser-Variante, weil um die Teams dagegen geht es ja auch nicht mehr. Das wäre mir die Raser-Variante wahrscheinlich am liebsten. Aber nimmt sich alles nicht wirklich viel. Also es sind dann ein, zwei Punkte, wo dann der Unterschied noch ist. Also auch kein großer Abbruch hier. Aber auf jeden Fall finde ich cool, dass sie es gewürdigt haben, dass er eine Karte bekommt hier extra. Und ja, die sind alle drei gut. So, dann haben wir noch einen neuen Hood Rush, der sich sehr mit diesen Shades of Summer beschäftigt. Einmal hier von dem komischen Minnesota-Spieler Kirill The Thrill Kaprizov. 3 gegen 3, eine Reihe. Ihr müsst ein durch die Beine Tor schießen, okay. 5 Snapshot Goals, 10 Spiele gewinnen, 10 Tore mit einem Center, sollte bei 3 gegen 3 auch kein Problem sein und 20 durch die Beine Pässe. Ja gut, das ist eigentlich normal, jeder Pass. Dann bekommt ihr 270.000 Münzen. Das Spielsystem sind 3 Drittel und jemals 2 Minuten. Also gerade auf Rookie kriegt man da 20, 25 Tore pro Spiel hin. Sollte auch recht schnell vonstatten gehen. Das andere geht über Kendry Miller von den New York Rangers. 5 gegen 5, eine Reihe, auch hier 3 Drittel, jeweils 2 Minuten. Ihr müsst 5 Schlagschusstore machen, 10 Spiele gewinnen, 10 Tore mit einem Verteidiger, 15 Manual Saucer Passes, also mit L1 den Pass spielen und 25 Hits, ja. Auch soll ja alles fast sogar in einem Spiel zu erledigen sein. Auch hier gibt es 270.000 Punkte. Belohnungen sind ganz gut soweit. Hier gibt es schon die My Collectibles und das am 20. April. Gibt schon My Collectibles.
auch wieder 2, 3, 4 und steigend. Mittendrin hier ein paar Packs noch und mittendrin gibt es dann noch hier ein Shades of Summer Event Collectible, gerade das man eben für diese beiden Spiele auch braucht, um den Upgrade zu machen. Ich habe mir entschlossen, ich mache den nicht, weil bis es dann soweit ist, ist ja doch irgendwann Ende Mai, Anfang Juli. Juni, ich glaube, dass da bis dahin schon bessere Karten raus sind, dass ich nicht extra hier die Gold Collectibles sparen muss für diese beiden Spieler. Aber muss jeder selber wissen. Hier mittendrin jedenfalls bei Tier 20 ein Icon Collectible. Am Schluss gibt es dann ganz normal Packs bloß, also nichts mehr, kein Collectible mehr, aber trotzdem hier ein Icon Collectible so mittendrin, finde ich sehr schön. So, zurück ins Hauptmenü. Dann holen wir noch meine, was waren das, meine Champions Club Belohnungen ab. War ich, glaube ich, obwohl ich eigentlich, ich habe bloß 9 Spiele gemacht von diesen 14, die man machen konnte. Und war trotzdem auf Platz 800 noch was. Also ich denke, ich würde diese, würde die zwei Packs als Belohnungen bekommen. So, Completed Seasons. Und dann haben wir hier Division 1 bis 3. Schauen wir mal, wo wir gelandet sind. Auf Platz 841, also in den Top 1000. Das heißt, wir kriegen dieses Pack zweimal. Zwar untauschbar und auch eigentlich Mist, aber mein Gott, es sind zwei Gratis-Packs mit irgendwelchen Spielern, die man dann wieder für irgendwelche Icons oder Gold Collectibles benutzen kann. Die Hood Champions Belohnung gibt es morgen. Und da war ich auf Platz. Das war letzte Woche. Ich glaube auf 600 noch was. Hab zwar den gleichen Rekord gehabt wie letzte Woche auch. Aber bin trotzdem statt 870 bin ich auf 662. Also da gibt es auch morgen gut Belohnungen. Können wir uns morgen anschauen, zusammen mit dem Team der Woche. Aber vorher 18 Uhr der Goldheld zum Öffnen. Der 96er Goldheld. Ich kann es nicht oft genug betonen. So, hier haben wir zwei ungeöffnete Packs. The Champions Club Triple Gold Pack Untradable. Oh yeah. Hauptsache, es hört sich dramatisch an. Also ich erwarte mir nicht, dass da irgendwas Sinnvolles drin ist. Aber nehmen wir alles. Gerade Goldspieler, Silberspieler, Trikots kann man auch mal brauchen. Und wenn es bloß darum geht, die einzutauschen. Nordics Trikot, leider auch wieder untauschbar. Haben wir jetzt auch schon so viele gehabt. Da wüsste ich einige Abnehmer dafür, die immer noch an Cale Makar basteln. Nö, wie zu erwarten hier, nichts drin. Dann das Ganze nochmal. Haben wir gerade noch drei so 50.000er Jumbo-Packs gekauft. Da war ein bisschen was drin. Auch tauschbar, mal gucken, ob ich die noch loskriege. 82er Svechnikov, gibt es gerade einen 94er. Also auch nicht mal ein Team of the Week oder irgendwas drin, sondern einfach Vancouver. Trigger könnte man auch gut verkaufen, wenn es tauschbar wäre. Nathan Horton spielt seit, glaube ich, seit 2 Jahren keine NHL mehr. Langt es? Nee. Lugano. Nein, absoluter Müll. So, damit sind wir schon fertig für heute. Das war's. Wie gesagt, morgen 18 Uhr ist es soweit. Können wir nochmal schnell nachschauen, dass ich mich doch verzählt habe, aber ich glaube es nicht. Ich habe da schon so oft reingeschaut. Hier, noch einen Tag. Gibt es 25.000 Münzen morgen, 18 Uhr, also in 18 Stunden und 8 Minuten. Ja gut, ist ein bisschen vor 18 Uhr, aber ich stream live ab 18 Uhr. Und den 96er Goldhelden Icon Choice Pack. Yeah! Schon ganz heiß drauf. Wie gesagt, habe eine Liste gemacht, wie nicht alles... Wer meine Top 19? Ich habe 16 zur Auswahl. Also von 16 kommen 4 dran. Ich hab mir 9 Stück notiert, die ich gern haben möchte. Von 1 bis 9. Beziehungsweise die Nummer 9 steht zweimal drauf, habe ich gerade gesehen. Aber das wären beides Goalies, von dem her wäre es wurscht. Und da, das wird dann echt ändern, wie ich das Team weiter aufbaue. Weil das, meine, sind dann bei einem Goalie wären es 3x3 Teamsynergien. Beziehungsweise 2x3 Teamsynergien. Damit kann man schon einiges umbauen und wieder verkaufen und sonst was. Von dem her, morgen 18 Uhr einschalten, Pflichttermin. Vielen Dank. Morgen Abend gibt es dann zu gewohnter Zeit um kurz nach 11 dann wieder das neue Team der Woche. Meine Arrivals-Belohnungen, Arrivals war recht mau. Wahrscheinlich, weil alle, die diese Club Champions da gespielt haben, da haben wir nur 10.000 Punkte gebraucht, um in Platinum zu kommen. Ich habe dann vorher noch 2 Spiele gemacht
um zumindest 12.000 Punkte zu bekommen, aber das hätte ich mir auch sparen können. Im Gegenteil, ich wäre fast noch in Diamond gerutscht. Hätte mir nichts gebracht, da kriege ich weniger Karten, weil ich eh die Untauschbaren nehme, weniger Karten als hier bei denen. Hier kriege ich 62 garantiert, mindestens 62. Und hier oben sind es nur 60. Und Hood Champions Punkte habe ich eh noch oben übrig. Von dem her, auch die Belohnung gibt es morgen und eben auch die Hood Champions Belohnungen. Und das Team der Woche und was noch alles neu kommt. Also morgen 18 Uhr einschalten, Goldheld ziehen und dann sehen wir uns morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal und wie immer, bleibt schön sauber, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen.